Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Welcome zu einer neuen Folge der Sacred Conversations in einer neuen Umgebung. Wir sind ja jetzt ganz frei auf der Welt unterwegs, also noch freier, als wir sowieso schon waren. Zum ersten Mal losgeflogen aus Zypern, ohne einen Haustürschlüssel im Gepäck zu haben. Genau. War ein interessantes Gefühl, aber schön. Ja. Wir haben ja jetzt beschlossen, dass wir wirklich mal unserem Traum nachgehen, frei wirklich unterwegs zu sein und einfach mal ja, die Welt zu bereisen und einfach mal zu schauen, wo es uns so hinführt, weil wir ja auch selber immer davon sprechen. Und das Universum ist ja immer so perfekt, das Leben ist ja immer so perfekt und richtet dann eben auch alles so schön ein, dass du dich gar nicht wehren kannst, deinen Träumen zu folgen und deine Träume auch wirklich wahrzumachen und zu erleben, wenn du deinem Seelenplan folgst, um es mal so auszudrücken. Genau, sehr gut, sehr, sehr gut formuliert. Hätte ich nicht besser formulieren können. Genau, und wir hatten mal, es ist jetzt etwa 2 Jahre her, da haben wir da zusammen gesessen, in Zypern tatsächlich, und wir waren in einem unserer Lieblingshotels, haben da am Nachmittag gesessen, was getrunken, und dann hatten wir einfach mal so ein bisschen Tag geträumt und uns mal so die Frage gestellt, was wäre denn oder wie cool wäre es denn, wenn wir einfach einmal, also 12 verschiedene Reiseziele im Jahr haben, wo man dann überall so einen Monat ist, also einfach jeden Monat woanders ist, weil wir sind jetzt auch nicht so die Fans von schnell, schnell und hier gucken und da gucken und schnell weiterreisen, sondern da, wo wir hinreisen, wollen wir auch ankommen und wollen uns das auch genau anschauen und mal wirklich die Energie und das Leben dort wahrnehmen. Und dann haben wir angefangen, irgendwie Listen zu schreiben. Oh, was wäre denn cool für einen Januar, für einen Februar, für einen März? Welcher Monat wäre gut für dieses Reiseziel? Und so haben wir einfach mal so ein bisschen, ja, wie man sagt, rumgesponnen. Ja, genau. Um zu gucken, was wäre denn da cool. Und ja, genau so haben wir es jetzt tatsächlich auch umgesetzt. Jetzt ist erstmal Dubai dran, dann Zypern, dann Deutschland und dann kommt noch der asiatische Raum nächstes Jahr. Also wir haben da schon so unsere Pläne gemacht. Ja, ja. Und ich habe vorgestern, glaube ich, als wir zusammengehockt haben, ursprünglich war dann so der Gedanke, naja, wir können uns schon vorstellen, so ab April wieder auf Zypern zu sein. Aber als wir dann abends zusammengehockt haben, da könnte man noch hin, da könnte man noch hin, da habe ich schon gesagt, ich glaube, also jetzt im November sind wir wohl noch mal für einen Monat auf Zypern, aber ich glaube vor 2026, so fest Zypern, ist nicht nach jetziger Planung. Ja. Und das ist so schön, sich so einfach leiten zu lassen, das fühlt sich so stimmig an. Und wie du gerade sagst, so 4 Wochen an einem Ort zu sein, ist ja auch etwas, was wir lieben. Ich mag dann schon so mich als Einheimische fühlen, vor Ort leben und nicht ja, in dieser Touristenenergie sein. Da ist ja nichts falsch dran, aber ich mag dann lieber so, das war eigentlich schon immer so unsere mentale Ausrichtung, wenn wir irgendwo waren, auch wenn wir nur für eine Woche waren, waren wir meist in einer Wohnung, in einem Bereich, wo dann wirklich so das Leben in diesem Land stattgefunden hat. Ja, das sind so die Dinge, die ich lieber mag. Genau. Genau, genau. Und einfach dieses, für mich war halt so dieses Gefühl so krass, jetzt hier hat's ja, hier beginnt es ja jetzt gerade in Dubai, und als ich morgens, am ersten Morgen hier aufgewacht bin und aus dem Fenster geguckt habe, wo jetzt ja wirklich Wohnung und alles in Zypern gekündigt ist und alles weg ist, mein erster Gedanke am Morgen war, jetzt beginnt das neue Leben und ich kann jetzt entscheiden, was ich damit mache. Und das gilt ja jetzt nicht nur dafür, das gilt ja auch für dich, das kannst du ja in jedem Tag so festlegen. Aber für mich, ich fand das so spannend, dass dieser Gedanke einfach aufgeploppt ist, das neue Leben beginnt jetzt
Und du kannst jetzt entscheiden, was du damit machen willst. Und das ist so, so cool. Mhm. Genau, und ich möchte halt gerade diese Folge hier aufnehmen, um, du merkst es vielleicht schon, mal das Weltbild so ein bisschen zu verändern, weil meistens haben wir doch alle die gleichen Vorstellungen mitgegeben bekommen in Schule, Elternhaus und so weiter, wie das Leben funktioniert und wie das Leben abläuft. Also meistens ist es ja so, wir gehen zur Schule, wir machen Ausbildung, Studium, irgendwas, machen einen Job, ziehen vielleicht dann mal dahin, mal vielleicht in die Jobnähe oder was auch immer, ne? Gründen eine Familie, mein Haus, mein Boot, mein Auto oder irgendwie genau, so, ne? Genau. Quadratisch praktisch gutes Leben und ja, dann irgendwann der Ruhestand und so. Also das ist ja so der Plan, der einem so nahegebracht wird von dem Leben, wie es laufen soll oder wie es normalerweise läuft. Und ich habe jetzt schon öfter erlebt, dass Menschen überrascht waren, wenn ich dann erzählt habe, wie ich lebe oder wie wir leben. Und was ganz, ganz oft kommt, und das finde ich auch sehr spannend, ist die Frage, wenn ich dann sage, okay, ich reise jetzt zum Beispiel nach Dubai, und dann kommt die Frage, okay, reist du da, machst du da Urlaub oder gehst du da beruflich hin? Weil wir haben ja hier auch die Firma. Also gehst du da hin zum Arbeiten oder machst du da Urlaub? Und dann überlege ich meistens ein bisschen, wie ich diese Frage jetzt beantworten soll. Und dann sage ich einfach, nein, ich bin da einfach nur. Genauso wie ich jetzt gerade hier bin, in Deutschland, Italien, Zypern oder wo auch immer, genauso wie ich gerade hier bin und mit dir rede, werde ich in Dubai sein. Mhm. Also ich fahre da nicht hin zum Urlaub machen, ich fahre da nicht hin zum Arbeiten, ich bin da einfach nur. Also das ist einfach Leben. Und es geht darum, wirklich mal dieses Bild zu erweitern, wie man leben kann. Man kann tatsächlich einfach reisen, einfach unterwegs sein. Du musst dich dafür auch nicht aus Deutschland abmelden oder so, wenn das nicht der Impuls ist. Sondern du kannst das ja einfach so machen. Das ist ja das Coole. Also das ist natürlich mit dem Online-Business noch einfacher. Und für uns ist es halt auch so ganz klar aus dem Seelenplan heraus entstanden. Da will ja auch unseren Seelenberuf leben und damit eben diese Freiheit uns erschaffen konnten und wirklich leben konnten. Aber ich finde es immer wieder spannend, wie ich dann gefragt werde, was machst du denn da? Und für mich ist die Antwort, ich lebe dort. Mhm. Ich lebe dort, aber nicht, weil ich dort wohne, eine Wohnung habe, Wohnsitz oder was auch immer, sondern ich lebe, weil ich am Leben bin. Mhm. Ja. Ja, was du eben gesagt hast, nochmal zum Bewusstmachen, weil ich kann mir vorstellen, der ein oder andere denkt auch, die haben ja gut reden. Ne? Das war ja bei mir auch nicht immer so. Ich komme ja aus dem öffentlichen Dienst und habe mir ja auch viele, viele Jahre zwar von einem freien Leben geträumt, aber dennoch so die Geschichte erzählt, geht nicht anders. Ich muss ja dahin. So, als würde morgens in der Küche jemand mit der Pistole stehen, wird mir die an die Schläfe halten und sagen, du fährst jetzt dahin. Mhm. Die Wahrheit ist, auch wenn ich mich den Situationen ohnmächtig ausgeliefert gefühlt habe, ich war dennoch diejenige, die die Entscheidung getroffen hat. Ich fahre dahin. Es stand ja niemand da, der mich gezwungen hat. Ja? Und so sind wir in solchen, weil du eben gesagt hast, so mein Haus, mein Hof, mein Boot und so weiter. Das sind so Dinge, wo wir so reinschlittern, ganz, ganz viele Verpflichtungen eingehen, weil man das halt so macht und dann fühlen wir uns in diesen ganzen Verpflichtungen natürlich gefangen. Das Haus muss abbezahlt werden, das Auto muss abbezahlt werden, da bin ich noch eine Verpflichtung eingegangen und dies und jenes. Und oder man sagt, kann ich jetzt nicht machen, weil die Mama noch irgendwie was hat oder der Hamster, die Katze oder die Kinder oder was. Es gibt immer Lösungen, es gibt immer Möglichkeiten für alles, wenn ich denn den Zoom mal die Aufmerksamkeit darauf richte. Ich habe mir immer Fragen gestellt, wie kann es denn jetzt gehen, wie kann es möglich sein? Auch noch zu Zeiten, wo dann einfach auch noch die Eltern Aufmerksamkeit brauchten und so, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber nur mal, um es dir da mitzugeben. Und rein theoretisch, du kannst heute die Entscheidung treffen, ich gebe nächsten Monat hier alles auf
und finde irgendwo so Travel and Work eine Möglichkeit, mir meinen Lebensstandard zu ermöglichen. Das muss ja nicht mit einem Online-Business einhergehen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja sogar Couchsurfing oder solche Dinge, wo man quasi so zum Nulltarif irgendwo Menschen besucht auf der ganzen Welt, Social Media und Co. macht es möglich, sogar speziell für Frauen, damit ich mich als Frau relativ sicher fühle. Und rein theoretisch könntest du heute die Entscheidung treffen, nächsten Monat gebe ich hier alles auf, verkaufe und lass alles los und bin dann einfach weg. Das sind Dinge, die dann schon mal das System ein bisschen entspannen können, dass du die Option hast. Ob du dich dafür entscheidest oder nicht, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber ich finde, das öffnet so ein bisschen den Raum. Okay, wenn ich wollte, könnte ich tatsächlich. Könnte mir sogar für, keine Ahnung, für 30 Euro mit Ryanair irgendwie einen Flug buchen. Also es muss ja dann nicht First Class oder was sein für ein paar tausend Euro. Und das öffnet so nochmal den Mind, das möchte ich dir mal mit auf den Weg geben, Fragen zu stellen, wie kann es möglich sein? Und dann grundsätzlich mal diesen Energien zu folgen. Aber ich kann jetzt nur auch mal noch von mir sagen, wir sind ja jetzt schon seit Jahren im Grunde genommen frei, auch wenn wir noch diesen Wohnsitz in Zypern hatten. Es ist jetzt nochmal eine andere Freiheit. Mhm. Ich weiß jetzt genau, es wird zwar ein bisschen seltsam sein, wenn wir dann nächsten Monat nach Zypern fliegen und dann nicht in unser Apartment dort fahren, sondern in einem anderen Haus irgendwo sind, was wir noch gar nicht wissen, wo genau wir sind. Das wird schon ein bisschen anders sein als sonst. Aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam. Diese 4 Jahre auf Zypern, auf eine gewisse Art und Weise war ja Alltag da. Es war ja einfach Alltag da. Morgens aufstehen, ins Meer hüpfen, joggen und so weiter. Es war einfach Alltag da. Und das ist jetzt komplett nicht mehr. Und das empfinde ich so sehr befreiend letzten Endes nochmal. So eine Art Next-Level-Befreiung. Sich wirklich leiden zu lassen und zu denken, oh, jetzt sind wir dann mal 4 Wochen wieder auf Zypern und dann Deutschland. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie lange ich dort bin, aber mal schauen. Und dann der asiatische Raum ab Januar und sich dann einfach leiten lassen, so von Monat zu Monat. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich viel, viel mehr unserer Evolution entspricht, unserem wahren Dasein hier, als alles andere, was wir da so über uns haben stülpen lassen und bis eben die Geschichte erzählen. Geht halt nicht weil. Oder dann noch denken, naja, wenn ich mal in Rente bin, dann. Das war das Beste, was ich immer gehört hatte, als ich so erzählt habe, nach 30 Jahren habe ich meine Stelle gekündigt, freiwillig. O-Ton, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank. Du könntest nur noch 2-3 Jahre hier durchhalten. Und dann, nein, jetzt findet mein Leben statt. Nicht in 5-6 Jahren. Jetzt, habe ich mir gedacht. Natürlich hat mein System rebelliert und mein Kopf hat mir interessante Geschichten erzählt. Die andere Wahrheit ist, wir werden immer geführt. Es passieren immer sensationelle Dinge, so als hätte das Leben nur darauf gewartet oder das Universum in Aktion zu treten, wenn wir uns denn mal dafür entscheiden. Das ist sowas von interessant. Ja, das zeigt sich dann auch immer wieder. Ich finde auch an der Stelle das Beispiel immer so schön, wenn wir überlegen, wie Leben funktioniert oder wie das Leben ausschauen kann. Es ist vielleicht, ich finde es einfach so ein klasse Beispiel. Was ist denn artgerecht für den Menschen? Mhm. Artgerecht. Mhm. Also man redet immer ganz viel darüber, was artgerechte Tierhaltung ist, wenn es dann, ne, Milchproduktion, Eiproduktion und solche Sachen. Aber was ist denn artgerecht für den Menschen? Ist es artgerecht, jedem Menschen gleich zu sagen, okay, du musst dann und dann aufstehen, dann fährst du zur Arbeit, bist da 8 Stunden lang und kommst dann zurück und hast nicht so viel Freizeit, kannst nicht so viel selbst entscheiden, in Anführungsstrichen, weil du einfach nicht so viel Zeit hast und dann hast du am Wochenende Zeit und so. Ist das wirklich genau so, wie die Natur es vorgesehen hat? Und darüber lässt sich natürlich diskutieren, aber nicht jeder Mensch ist gleich und nicht jeder Mensch passt so in dieses System. Und vielleicht merkst du das ja bei dir auch, weil wir haben es auch gemerkt, wir haben da einfach nicht reingepasst mehr. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir es einfach anders gemacht haben. Und sich dann auch dessen bewusst zu sein, dass es immer eine Entscheidung ist, die man trifft. Mhm. Also auch, wenn du jetzt dich in deinem Job oder so gefangen fühlst oder merkst, okay, irgendwie
keine Ahnung, ich muss da halt hingehen, weil, auch das ist eine Entscheidung, weil du könntest dich auch anders entscheiden. Und es gibt immer Wege. Es gibt immer Wege. Mhm. Es ist immer alles möglich. Und sich dessen bewusst zu sein, dass das, was man gerade macht, auch wenn man es nicht mag, eine freie Entscheidung ist, das bringt so krass viel Leichtigkeit wieder rein und so krass nimmt das einem den Druck weg. Ich kann mir vorstellen, dem einen oder anderen macht es vielleicht auch Druck, weil man sich denkt, okay, wenn ich mir jetzt dafür entscheide, dann muss ich ja irgendwann was ändern. Mhm. Aber auf der anderen Seite überleg mal, wie viel Druck das dir wegnehmen kann, weil du merkst, okay, es ist eine freie Entscheidung, ich kann mich auch anders entscheiden, aber ich bin hier freiwillig. Ich mache das ganz von allein, weil wie du eben gesagt hast, es ist ja nicht so, dass morgens einer da steht in der Küche und dich da anleitet, dir eine Waffe an den Kopf hält und sagt, ey, so und so machst du das jetzt und jetzt machst du dir dein Rührei und jetzt isst du dein Rührei und damit du jetzt irgendwie was gegessen hast, bevor du zur Arbeit fährst und begleitet dich dann zur Arbeit und sagt, so und so machst du das jetzt. Das ist nicht so. Dein Chef auch nicht, ne? Wir fühlen uns verpflichtet, weil wir natürlich auch irgendwie schauen wollen, wie wir dann auch uns finanziell einfach auch überleben, ne? Natürlich. Und wir dürfen uns darüber im Klaren sein, dass es immer noch andere Wege gibt und immer noch andere Möglichkeiten gibt und uns einfach dem mal zu öffnen, auch dass wir mit unserer Leidenschaft, mit unserer Passion tatsächlich auch diese Geldenergie in unser Leben ziehen können, dass wir alle einen Seelenplan haben, einen Seelenberuf daraus kreieren können, der uns genau in dieses glückliche, freie Leben führt, wo dann eben auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, wo ich dann genau das, also wir nennen das Liegestuhlleben, dass das einfach da ist. Richtig. Und das ist möglich und das ist für jeden von uns möglich, ja, nicht nur für uns, die hier jetzt vor der Kamera sitzen und dir hier von dem tollen Leben in Dubai erzählen, sondern das ist auch genauso für dich möglich, für deine Familie, für deine Liebsten. Das funktioniert. Dass so viele davon träumen, insgeheim, weil der allererste Impuls, den ich immer wieder höre, wenn ich frage, wo wohnst du, wo lebst du oder so, meistens, also zu 99% höre ich, oh wow, cool. Das ist ja so der erste Impuls. Davon träume ich eigentlich auch. Ich würde auch gern freier auf der Welt unterwegs sein, würde auch gern reisen. Ich höre das auch in den Seelenreadings immer wieder, kommt immer wieder vor, reisen. Und das Zweite, was dann einsetzt, das ist so vom Bauchgefühl her, nee, ich weiß nicht, das geht nicht und. Das sind so die Dinge, wo es drauf zu schauen mal gilt, da kannst du mal drauf achten, was ist so dein erster Impuls, wenn du hier zum Beispiel durch uns oder auch durch andere mitbekommen hast, wow, so frei auf der Welt unterwegs zu sein, erstmal keinen Wohnsitz zu haben. Was ist so der erste Impuls, was denkt es in dir? Wow, cool, und dann als nächstes, um Gottes Willen, wie sollten das gehen? Weil die allerersten Impulse, die kommen immer aus dem Herzen und aus der Seele. Ich glaube nicht, dass es unserem Naturell entspricht, Stichwort artgerecht, fest an einem Ort zu sein, sich gefangen zu fühlen. Wenn ich so an mich denke in Zypern, ich habe die letzten Wochen, das habe ich ja die letzten Jahre schon gemacht, ganz, ganz viel draußen geschlafen. Das ist auch noch schon mal ein ganz anderes Sein, draußen zu liegen unter dem freien Himmel und so mit der Natur verbunden zu fühlen. Wir sind ja nun mal energetische Wesen, wir sind Naturwesen. Das hat eine andere Energie, als wenn ich in einem Raum bin. Das ist alles wunderschön und auch diesen Luxus und das auch alles zu haben. Aber dennoch zu wissen, es gibt kein Entweder-Oder, es gibt immer nur ein Sowohl-als-auch. Mhm. Ja? Und da geht es immer mal wieder darum, radikal ehrlich zu sich zu sein. Es kann ja sein, dass du wirklich sagst, nee, für mich ein Ort, das ist mein Home, das ist meine Basis, die brauche ich auf jeden Fall. Dann kann man ja auch immer wieder da zurückkehren, wie wir das ja auch gemacht haben. Und jetzt lassen wir uns einfach leiten, mal tatsächlich ohne Basis zu sein. Und wie kann ich etwas beurteilen,
ob es was für mich ist oder nicht, indem ich es ausprobiere. Ganz einfach. Ja. Wie wir als Kinder auch unserem Naturell gefolgt sind und haben etwas ausprobiert. Haben probiert, wie schmeckt der Kuchen, wie schmeckt der Pudding, wie ist das, wie ist auf der Schaukel, wie ist auf der Rutsche. Und dann konnten wir sagen, ja, Schaukel mag ich, Schwibbe mag ich nicht. Ja? Also wir dürfen uns auch, glaube ich, mal ein bisschen darin üben, Einladung auch an dich, weniger Dinge zu beurteilen oder auch, ja, ich sag schon fast auch, wenn ich an mein früheres Leben zurückblicke, nachzuplappern, weil ich irgendwo etwas gehört habe und dann in mein System so aufgenommen habe und geglaubt hast, das ist halt so. Statt mir erstmal meine eigene Meinung, meine eigene Auffassung zu bilden und dann kann ich sagen, okay, ist was für mich, ist nichts für mich. Ja, das ist auch etwas, was beim Reisen auch aufgefallen ist, wie viel weltoffener man ja auch wird. Das ist ja auch so logisch, ne? Weil es gibt ja auch, nehmen wir einfach mal Dubai als Beispiel, was kommt dir als erstes, wenn du an Dubai denkst? Also ich erinnere mich da an meinen Lehrer früher in der Schule, der uns irgendwas erzählt hat und was dann auch in Büchern stand oder so, was in Dubai Sache ist und was da alles schlecht ist. Also gewisse Dinge. Und dann hast du so ein gewisses Bild. Und ich glaube, da können wir in einer anderen Podcast-Folge auch nochmal spezifischer drauf eingehen. Wir hatten nämlich kürzlich erst ein ganz, ganz tolles Gespräch darüber. Und dann bin ich hierher gekommen und habe einfach mal reingespürt und wahrgenommen, was hat diese Stadt an sich? Was ist hier? Stimmt das, was da so gesagt wird? Und vor allem, was ist meine Wahrheit dazu? Und dann ist mir ganz, ganz viel aufgefallen zum Thema Mangel und Fülle. Mangelperspektive und Fülleperspektive, die du hier einfach wahnsinnig wahrnimmst, was das eigentlich bedeutet, was es bedeutet, in Fülle zu leben. Und ich rede jetzt hier nicht nur von finanzieller Fülle und Geld und irgendwie Überfülle, also Überfülle, irgendwie Völlerei oder sowas, davon rede ich nicht, sondern ich rede tatsächlich von natürlicher Fülle, die Fülle des Universums und die Fülle der Natur, die einfach vorhanden ist, weil die Natur kennt keinen Mangel, die Natur kennt Fülle. Ja. Und das ist etwas, was ich hier einfach auch gelernt habe und das, genau, sprechen wir am besten in einer einzelnen Folge darüber, aber worauf ich hinaus will, ist, dass du einfach ein ganz, ganz anderes Weltbild bekommst, weil du es dir selber kreierst, weil wenn ich die ganze Zeit nur an einem Ort bleibe und mein Wissen nur von meinem Bildschirm auf dem Handy beziehe, von irgendwelchen, ja keine Ahnung, TikTok, Facebook, Instagram, was ich da nicht alles sehe, oder aus den Nachrichten noch besser, da irgendwie nur mein Wissen beziehe, oder wenn ich auch nur ein Buch lese, auch wenn ein Buch lesen schon mal was Schönes ist, aber wenn ich mein Wissen nur daraus beziehe und nur in der Theorie lebe, aber nicht wirklich in der Praxis und nicht wirklich mir die Welt angucke und schaue, ist das wirklich so? Wie sind die Menschen denn da? Ist das wirklich alles so? Ist, keine Ahnung, Afrika wirklich nur ein Land, wo alle Menschen so und so sind? Ja. So wie es uns eben irgendwie immer beigebracht wird. Das ist ja alles gar nicht so, wie es uns beigebracht wird. Aber das erfahre ich ja auch wirklich erst dann, wenn ich rausgehe, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich Menschen beobachte, wenn ich mir das Land angucke, die Kultur. Wenn ich damit wirklich und wahrhaftig in Berührung komme, und zwar nicht nur mit meinem Geist, indem ich mir irgendwas auf dem Bildschirm angucke, sondern indem ich es tatsächlich erfahre und erlebe. Und wir reden mit so vielen Menschen jetzt, zum einen im Business, aber auch wenn wir irgendwie Menschen begegnen, einfach so auf der Straße oder irgendwie in Restaurants oder was auch immer. Wir reden mit so vielen Menschen und wenn wir denen erzählen, wie wir leben und wie das mit dem Reisen ist und so, dann bekommen wir immer so geiles Feedback und so geil so, ja, mach das unbedingt. Was ich immer wieder höre ist, ja, nutzt die Zeit, die ihr habt und so. Wozu ist das Leben da, wenn es nicht fürs Reisen ist und so und die Welt entdecken. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, oder vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, wie unglaublich dankbar ich bin, das Leben so zu erfahren. Weil ich habe mit 11 angefangen, Reiselisten zu schreiben, wo ich überall hin will, oder eigentlich schon früher. Ich habe angefangen, hinzuschreiben, wo ich überall hin will, habe dann mal im Fernsehen was gesehen von irgendwelchen Attraktionen, irgendwas, was auf dieser Welt einfach existiert, wo ich dann schon gedacht habe, boah, geil, da will ich mal hin, das will ich sehen.
Und jetzt bin ich einfach tatsächlich in der Lage, meinem Seelenplan zu folgen, meinen Seelenberuf auszuüben und einfach diese Freiheit zu haben, die Welt zu entdecken. Mhm. Und genau zu spüren und zu erleben, dafür bin ich hergekommen und das lebe ich jetzt. Ja, das kleine Kind in einem. Jeder von uns trägt ja trotzdem sein kleines Kind in sich. Das hat ja diesen Entdeckergeist, wie wir es alle auch tatsächlich als kleines Kind hatten. Morgens aufwachen, was kann ich heute entdecken? Und das fördert man damit. Das merke ich so sehr bei mir. Morgens in einer anderen Umgebung aufwachen und dann erstmal orientieren, wo bin ich hier, wo ist Bäckerei, wo ist Supermarkt, wo ist dies und jenes. Und dann rausgehen, mit anderen Augen joggen gehen oder ins Meer hüpfen oder was auch immer. Das fördert so eine Lust wieder am Leben, so diesen Entdeckergeist. Man kommt in eine ganz andere Energie rein, weil Alltag hat ja dann keine Chance. Natürlich gibt es tagsüber Termine, wir hocken nicht den ganzen Tag hier auf der Couch oder liegen den ganzen Tag am Strand. Es gibt ja trotzdem noch ein bisschen was zu tun, was wir natürlich unsere Zeit selbst einteilen. Klar, ist ja der Vorteil von Seelenplan und Seelenberuf. Aber sich so frei zu fühlen, das entspricht einfach auf gewisse Art und Weise unserer Genetik. Ja? Und was ich so interessant jetzt finde, wenn ich vergleiche unseren jetzigen Aufenthalt von Dubai und die vorhergehenden, da waren wir zwar auch in einem Bereich, wo so Einheimische, also Auswanderer oder auch Locals gewohnt haben, aber es ist jetzt viel, viel mehr an Infos zu uns gekommen, an Möglichkeiten, was außerhalb dieser Tourismusbranche ist, Orte zu besuchen, außerhalb der Tourismusbranche. Das war die erste Zeit nicht so, da waren wir so an den klassischen Punkten. Ist ja auch schön, die gesehen zu haben. Und dann habe ich so gedacht, guck mal, wie das Universum jetzt agiert, lässt uns ganz andere Informationen nochmal zukommen, was man in keinem Touristenguide findet. Und die Orte dürfen wir jetzt besuchen, ja? Spannend. Spannend. Genau, ja. Nochmal zum Stichwort Seelenplan, Seelenberuf, haben wir natürlich wie immer unter der Folge verlinkt, wie du auch deinen Seelenplan entdecken kannst und deinen Seelenberuf draus kreieren kannst, weil uns ist ja auch immer ganz wichtig, dass es nicht darum geht, irgendwas nachzumachen oder irgendwie eine schnelle Möglichkeit finden für irgendwas, sondern dass es tatsächlich um dich geht und um dein Leben. Und was wirklich in deinem Herzen geschrieben steht, wofür du hierher gekommen bist und für welche Reisen du hierher gekommen bist. Vielleicht ist es ja nicht Dubai und Zypern und Italien, vielleicht ist es ja, keine Ahnung, Norwegen, Schweden, Finnland oder sowas. Keine Ahnung, also dass du das lebst, was wirklich in deinem Herzen geschrieben steht. In diesem Sinne, ich sage, wir sehen uns und bis dann. Ciao, ciao.